Herzlich willkommen beim Game Tutorial. In diesem Video erfährst du, wie du das Radiergummi-Werkzeug bzw. das Zoom-Werkzeug richtig einsetzen kannst. Ich habe hier schon eine kleine Zeichnung vorbereitet. Das Ganze ist das Haus des Nikolaus. Und ich bin im Nachhinein drauf gekommen, dass es mich stört, dass hier auf der Vorderseite so ein X ist. Ich würde das gerne weglöschen und anstelle dessen eine Tür und zwei Fenster hineinzeichnen. Damit ich hier in diesem Bereich leichter arbeiten kann, wäre es von Vorteil, wenn ich mir diesen Bereich vergrößern könnte. Dazu gibt es in GIMP mehrere Möglichkeiten. Einerseits finde ich hier ganz unten ein Menü zum Aufklappen, wo ich einen Prozentwert einstellen kann. 100% bedeutet, dass das Bild so groß dargestellt wird, wie es wirklich ist. Gehe ich auf einen kleineren Wert, wird es verkleinert dargestellt. Je kleiner die Prozentzahl, umso kleiner das Bild. Je größer die Prozentzahl, umso größer das Bild. Hier bin ich auf 200%, das ist also doppelt so groß wie in Wirklichkeit. Und hier könnte ich jetzt schon besser arbeiten, könnte aber auch auf 400% gehen. Dann wäre der Bereich noch größer dargestellt. Eine zweite Möglichkeit bietet mir das Vergrößerungswerkzeug. Ich finde es im Werkzeugkasten, es ist durch eine Lupe dargestellt. Und wenn ich es anklicke, kann ich mit Hilfe des Lupenwerkzeugs einen bestimmten Bereich auswählen, den ich vergrößern will. Also ich wähle hier zum Beispiel das Haus aus. Dann wird das ganze Haus vergrößert. Ich wähle nur den unteren Teil des Hauses aus, indem ich einen Rahmen darüber ziehe und es wird nur der untere Teil vergrößert. Bei den Werkzeugeinstellungen kann ich hier auch noch festlegen, ob ich vergrößern oder verkleinern will. Es könnte ja sein, dass ich zum Beispiel hier zu weit eingezoomt habe. Jetzt komme ich drauf, oha, da brauche ich ein kleineres Bild wieder. Dann wähle ich Verkleinern, klicke ins Bild und das Ganze wird wieder kleiner. Soweit also zum Vergrößerungswerkzeug. Jetzt schauen wir uns noch das Radiererwerkzeug an. Mit dem Radiergummiwerkzeug kann ich einfach Sachen weglöschen. Daher auch der Name Radiergummi. Ich halte die Maustaste gedrückt, fahre über eine Linie drüber und sie wird, wie ihr seht, gelöscht. Das Problem, das ich momentan habe, ist, dass mein Radiergummi sehr klein ist und ich sehr lange brauche, bis ich das alles gelöscht habe. Das ist aber kein Problem. In den Werkzeugeinstellungen finde ich den Punkt Größe. Wenn ich hier einen größeren Wert einstelle, wird auch der Radiergummi größer, wie ihr seht. So kann ich mir den Radiergummi so groß einstellen, wie ich ihn immer brauche. Nun, wenn ich hier am Rand jetzt zu viel weglösche, dann seht ihr, sieht das auch nicht mehr gut aus. Ich habe ja zu viel weggelöscht. Ich muss also am Rand wieder ein kleineres Werkzeug auswählen. Der Radiergummi muss also ziemlich klein sein. Ja, so in etwa. Da ich diesen Fehler jetzt ausbessern will, gehe ich im Journal, das wir bereits kennen, auf eine frühere Version des Bildes zurück und probiere es jetzt nochmal mit dem kleineren Radierer. Ja, sieht das schon viel besser aus. Ebenso hier. Ganz perfekt ist es nicht. Ich könnte auch hier wieder mit der Tastatur arbeiten. Ich klicke ins Bild, halte die Steuerung und die Shift-Taste, ähnlich wie beim Stiftwerkzeug. Gehe rundherum. Das war zu viel.
Das nochmal. So, dann restradiere ich wieder Normalweg. So, wenn ich mit dem Zoom-Werkzeug wieder auszoome, dann sehe ich, dass ich das gewünschte Ergebnis erreicht habe. Jetzt muss ich nur noch die Tür einzeichnen. Das könnt ihr dann selbstständig probieren. In diesem Video habt ihr gelernt, wie ihr einerseits Ausschnitte eures Bildes vergrößern könnt, wie ihr andererseits das Radiergummi-Werkzeug verwenden könnt.